Ulm ist international. Diese Veranstaltungsreihe wurde initiiert von der Kulturabteilung der Stadt Ulm. Und der Hintergrund ist das Erscheinen eines Buches. Der Titel heißt Auf dem Weg zur internationalen Stadt – Migration nach Ulm seit 1945. Und das Vorwort für dieses Buch hat Oberbürgermeister Gunter Zisch geschrieben. Den möchte ich jetzt begrüßen. Herr Zisch. Ja, Herr Zisch, es gibt seit 2012 das Konzept Ulm internationale Stadt. Vor welchem Hintergrund ist dieses Konzept entstanden und was bedeutet das mittlerweile für die Stadt Ulm? Es sind zwei Anlässe. Das eine ist die Tatsache, dass wir eine internationale Stadt sind. Wenn man sieht, gestern haben wir Neubürgerfeier gehabt. Aus 60 Nationen sind in den letzten 2 Jahren Menschen eingebürgert worden. Man muss ja nur durch die Stadt laufen und sieht, wie vielfältig die Stadt ist. Und der zweite Anlass, Thema Stadtgesellschaft. Es verändert sich ganz viel. Es gibt ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund ohne Migrationserfahrung. Es gibt aber auch welche mit ganz viel Erfahrung. Und es gibt ganz viele Menschen, die fragen, wie wollen wir wohl zusammenleben in den nächsten Jahren? Wie funktioniert das? Und ich glaube schon, dass diese Fragen eine Antwort brauchen. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern wir müssen da was tun. Wir haben uns in den letzten Jahren mit diesem Konzept Stück für Stück vorangearbeitet und glauben, es geht auf der einen Seite darum, dass wir speziell Community-Arbeit machen, das sagt man halt heute so. Auf der anderen Seite schon mit allen darüber reden, wie wir zusammenleben wollen. Dann geht es natürlich schon auch darum, dass man Transparenz schafft. Auch durch Begegnungen. Mir sind die Begegnungen das Allerwichtigste. Weil wenn man sich begegnet, wenn man Freundschaft schließt, dann ist man sich nicht fremd. Das ist so ein Kernsatz. Und das andere ist natürlich, dass man wirklich auch auf die verschiedenen Vereine, Institutionen zugeht und mit denen wirklich im engen Kontakt ist, damit auch deren Anliegen bei uns ankommen. Die Stadtpolitik ist eine Politik für alle. Alle im Blick zu haben, ist ein zentrales Ziel. Und ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren wirklich viel erreicht. Und wir sind jetzt auch wieder dabei, neu zu formulieren, was die Fragen der Zukunft sind, die aus allen Richtungen kommen. Und wenn ich mir so anschaue, was in den letzten Jahren passiert ist, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Sie haben es gerade schon gesagt, dass man sich hier in Ulm auch begegnet. Sie haben gesagt, man will in Ulm zu einem Paradigmenwechsel von Integration hin zu Internationalität. Also würden Sie sagen, dass man, während andere Leute noch über Themen wie Integration diskutieren und sich überlegen, wie man es am besten machen kann, dass es in Ulm und in der Gesellschaft an sich einfach gelebt wird? Mir fällt auf, dass bei der Diskussion immer eher über Schwächen diskutiert wird, wie über Stärken. Wir wollen eher einen stärkenorientierten Ansatz. Und meine Wahrnehmung ist, in ganz, ganz vielen Bereichen funktioniert es und ist ein Stück Normalität. Das darf man ruhig auch mal sagen bei der Diskussion, dass viel Normalität ist. Und deshalb geht es uns wirklich darum, dass wir diese Normalität auch anstreben. Wir haben im letzten Jahr zum Thema türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu den nicht einfachen politischen Verhältnissen eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Und alle haben unterschrieben oder die große Mehrzahl hat unterschrieben und gesagt, Ulm ist unsere Heimat. Heimat ist unsere Stadt. So. Und auf der anderen Seite haben wir eine zweite Heimat. Und ich finde das auch okay. Und dann muss man sich auch bekennen und die anderen wollen auch, dass man sich bekennt. Und so funktioniert es dann auch, weil ich glaube, es ist zum Thema internationale Stadt mehr Normalität, wie wir das so sehen. Und deshalb machen wir das internationale Fest und ganz viele Veranstaltungen, damit die Menschen da einen Zugang haben. Und vielleicht auch merken, vieles von dem, was gerade in der Politik diskutiert wird, ist ein Ausschnitt, der wichtig ist, aber der Rest ist, glaube ich, normaler, als wir das glauben. Sie haben es gerade ganz schön angesprochen, das Wort Heimat. Und ich bedanke mich erstmal bei Ihnen. Sie haben Ihr Vorwort abgeschlossen mit einem, eigentlich finde ich, ganz einfachen Satz. Und zwar haben Sie geschrieben, Ulm ist Heimat für alle. Und Ulm ist auch Heimat für unsere heutige Gastgeberin und Inhaberin dieses wunderschönen Matroschkas. Begrüßen Sie jetzt bitte ganz herzlich mit mir unsere Gastgeberin Ludmilla Wolf. So, Ludmilla. So. Das ist jetzt wahrscheinlich für dich ein bisschen ungewohnt, in der Doppelrolle hier zu sitzen. Einmal als unsere Gastgeberin, aber auch Hauptgast. Wie? Alles gut? Ja, ein bisschen aufgeregt. Genau, das musst du nicht sein. Wir sind ja hier unter uns, unter den Ulmern sozusagen. Du bist Inhaberin und Gastgeberin hier im Matroschka schon seit anderthalb Jahren. Ja. Und das
obwohl du eigentlich vorher was ganz anderes gemacht hast, und zwar ganze 21 Jahre. Ja, seit 21 Jahren habe ich beim einem Pharmahandel gearbeitet, als Lagerarbeiterin. Und aus familiären Gründen muss ich mich kündigen, weil ich bin Mama geworden und da war ich beruflich immer abends. Deswegen habe ich mich gekündigt und habe überlegt, irgendwas anderes zu machen. Ja, zu machen. Das heißt, es waren nicht nur familiäre Gründe, du hast nochmal ein Nesthäkchen bekommen, sondern du hast dir aber auch damit einen Herzenswunsch erfüllt. Ja, ich hab, seit wir in Deutschland sind, ich wollte schon immer mal wieder entweder russische Lernen aufzumachen oder eine Imbiss. Und jetzt ist das soweit. Und wie bist du denn auf das Konzept, das Matroschka, gekommen? Also, ich habe mir nach dem Kündigen so gegoogelt, habe ich überall gesucht, irgendwas Passendes. Und dann kam ich auf ein Café Matroschka in Nordheim. Und dann haben wir uns telefoniert. Ich war da ein paar Mal, habe das angeschaut, hat mir das gut gefallen. Und hast du beschlossen, das jetzt hier in Ulm zu installieren. Jetzt gibt es bei dir richtige handgemachte Hausmannskost aus Russland. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, das ist ein riesiges Land und ich kann mir vorstellen, dass sich diese Vielfältigkeit in Russland auch auf die Küche auswirkt. Kann man denn überhaupt das so zusammenfassen? Gibt es Gerichte, die typisch russisch sind und zwar in ganz Russland? Ja. Erstens ist das Borsch, das kennen Sie vielleicht schon viele. Und dann Pelmeni, Wareniki sind die Maultaschen. Dann Salat Olivier, Vinaigrette, Pirashki, Hefeteigtaschen und Blinis, sogenannte Pfannkuchen. Ich würde sagen, die Leute, die heute hier da sind, die wollen ein bisschen was über dich kennenlernen, über dein Restaurant, etwas über Russland, aber natürlich auch über das Essen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sprechen wir nochmal darüber, aber ich weiß nicht, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie Hunger? Ja, bestimmt. Ja? Dann würde ich mal sagen, Auftritt für Ludmillas Essen. Ja. Hinweis auf ein Großereignis, das demnächst stattfinden wird in Russland. Wo fangen wir denn an? Mit Salat fängt man normalerweise an, oder? Das ist zum Beispiel Karottensalat auf koreanische Art. Koreanische Art? Was koreanische. Bedeutet das? Ja, so sagt man das in Russland, koreanische. Wie wird es dann, was ist da für ein Essen? Das ist Koriander, spezielle Gewürze. Und dann sind die Zucchini-Torten. Die sind gefüllt mit Ei, Knoblauch und Karotten. Und dann ist das Krautsalat. Dann haben wir Blinis-Rolli mit Spinat und Lachs gefüllt. Und dann auf die Blinis eingehen. Blinis sind normalerweise die russischen Pfannkuchen, richtig? Ja. Und die werden aber normalerweise dann als Pfannkuchen gegessen, wie die deutschen Pfannkuchen, oder was unterscheidet? Ja. Die Deutschen sind ein bisschen dicker und die sind wie Krebs dünner. Und mit was werden die normalerweise gefüllt?
Mit verschiedenen Füllungen. Also und ja. Salz? Ja, Süß. Salz ist nicht gut, ne? Alles Mögliche, okay. Lachs, hier zum Beispiel mit Schafkäse und Ei und Knoblauch und Reis und Hackfleisch. Okay, und dann, das ist wieder aus Und das Ei. Sind die Hefeteigtaschen, ja? Pirogi heißen die. Die kann man auch backen und frittieren. Und das sind die berühmten russischen Pelmeni. Maultaschen, also Pelmeni. Für die Schwaben heute Abend. Es gibt sowas Ähnliches auch in Russland. Kann man ja nachher dann den Vergleich. Genau. So. Also die kleineren sind die Pelmeni mit Hackfleisch und die größeren sind die Vareniki vegetarisch mit Kraut, Kartoffeln und Spinat. Gibt das hier irgendwie in der Nähe einen russischen Lebensmittelladen, wo du die Sachen beziehst? Nein, die mache ich selber. Die machst du selber und das ist ein ganz Ja, das ist Handarbeit und wir machen die und dann frieren die ein. Das heißt, du musst ja für so eine Portion, sagen wir mal, den normalen Teller, wie viel sind da drauf? 25 Stück, ja. Und wie viele kriegst du aus einem Kilo Teig raus? 200 Stück so. Und wie viel machst du immer so, sagen wir mal, am also Tag? Immer so 500.000 Stück auf einmal. 500 ja. bis 1000 Stück. Ne? Jetzt können wir natürlich leider noch nicht probieren, weil wir noch ein bisschen sprechen müssen. Wie war das denn bei dir? Du kommst ja aus Kasachstan. Wer hat dir eigentlich das Kochen beigebracht? Hast du das selber beigebracht? Ich denke, in Russland kann jede Hausfrau kochen. Also wird man so geboren. Ja. Okay, nicht schlecht. Ich habe es ganz kurz angesprochen, du bist in Kasachstan geboren. Ja. Bist Wolgadeutsche. Ich versuche das jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen für die, die es vielleicht noch nicht oder nicht mehr wissen. Ganz kurz die Geschichte der Wolgadeutschen. Katharina die Große hat die Deutschen dazu aufgerufen, im 18. Jahrhundert nach Russland zu kommen, hat ihnen dort Land gegeben. Viele, viele, viele Deutsche sind nach Russland gegangen und zwar vor allem in die Wolga-Region, deswegen Wolgadeutsche, und haben dort, waren dort relativ schnell wirtschaftlich aktiv, hatten eigene Betriebe, hatten eigene Kirchen, eigene Zeitschriften, waren aber auch mit der gesamten Wirtschaft verbunden. So war der erste Teil sozusagen. Deutsch, haben das Deutsch mitgebracht und so weiter. Dann hat Hitler die Sowjetunion überfallen und dann ging das plötzlich ganz schnell. Die Deutsch-Russen dort wurden stigmatisiert als Spione, als Verräter, wurden vertrieben, deportiert, Arbeitslager. Und lange, lange Zeit wurden sie unterdrückt, lebten in Angst. Man durfte kein Deutsch mehr sprechen. Und auf der anderen Seite zurückgehen nach Deutschland ging eben auch nicht. Und das war dann, bis das Gesetz liberaler wurde, das Ausreisegesetz, und dann den Ende der 80er, Anfang der 90er, sind viele dann nach jahrelanger Unterdrückung wieder zurückgekommen. Und so ähnlich ist es auch bei deiner Familie gewesen. Ja. Und du hast mir Gedanken gemacht, wie das damals war und was du dich erinnern kannst. Und hast es für uns mal, wie ich finde, sehr, sehr schön aufgeschrieben. Und ich würde dich bitten, das für uns kurz vorzulesen. Also, okay. Ich mit meiner Familie, mit vierjährigen Sohn, meine Eltern und vier Geschwisterfamilien kamen am 13. Oktober 1993 nach Deutschland. Wir kamen aus der Steppe, der Wind, der dort wehte, trug Sand. Über den Häusern lag der schwarze Staub der Kohlengruben. Wir kamen aus Kasachstan, Stadt heißt es Ekibastuz. Der ist genau, so ungefähr genau groß wie Ulm, mit 120.000 Einwohnern. Dort haben wir alles verkauft, manches verschenkt. Es war ein Herbst 1993 und wir wollten weg. Ich war 27 Jahre alt. Ich habe zum ersten Mal in ein Flugzeug gestiegen. Von oben sahen wir grüne Ordnung. Der Wald drückte sich brav in Rechtecke. Wir landeten in Frankfurt am Main. Diese Luft, das war das Erste, was auf mich auffiel. Wer diese Luft atmet, kann gar nicht unglücklich sein, habe ich gemeint. Heute, 25 Jahre später, werden wir als Teil einer gelungenen Integration gesehen.
als Erfolgsgeschichte. Wir sind gegangen, weil wir Deutsche sind, Russlanddeutsche. Meine Großeltern wurden nach Zentralasien verschleppt. Sie mussten in Lagern arbeiten, werden als Feinde gesehen. Auch später dürfen wir Russlanddeutsche kein Deutsch sprechen. Meine Eltern sprachen fließend Deutsch mit einem schwäbischen Dialekt. Wir als Kinder könnten kein Deutsch sprechen. Wenn man fragt, wann ist man in einem anderen Land angekommen, es ist schwer zu antworten. Das ist schwer, eine Antwort zu finden, weil das Ankommen dauert und man nicht merkt, wie es passiert, obwohl es doch so anstrengend ist. Ich wusste schon, dass ich habe nur dieses ein Leben und ich wollte nicht den Rest davon mit einem Leben verbringen. Schon nach einem Jahr habe ich mir einen Job gefunden im Pharmahandel und da habe ich 21 Jahre gearbeitet. Hoffentlich der erste Teil, das erste Kapitel eines Buches. Das wäre, ja, ich kann mich mir gut vorstellen, dass da eine interessante Geschichte daraus entstehen kann. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man unter den Umständen hierher gekommen ist und kann mir auch vorstellen, dass das die Familie sehr zusammenschweißt. Du bist vielleicht auch dadurch ein großer Familienmensch geworden und hast mittlerweile 3 Kinder und ein Enkelkind. Ja. Was würdest du sagen, was haben die denn von dir? Charaktereigenschaften. Kreativ. Kreativ? Ja. Und du wiederum hast Kreativität, Handwerklichkeit, ja, hast du mir im Vorgespräch erzählt, von deinen Eltern. Ja, das geerbt. Ja. Wie drückt sich das dann aus? Also ich meine, wir können ein bisschen schon sehen, glaube ich, heute Abend, wo das Handwerkliche und das Kreative sich ausdrückt. Fleißig. Du bist fleißig? Ja. Ja. Du bist ein Arbeitstier. Du hast gesagt, Stress ist deine Droge. Ja. Das heißt, du brauchst immer so Action. Ja. Ne? Selbst wenn du eigentlich, wenn es ums Feiern geht, dann passiert das auch oft hier drin. Nämlich in Matroschka. Das heißt, du hast verschiedene Veranstaltungen hier, unter anderem einen Mädelsabend. Da würde mich jetzt noch interessieren, wie genau der aussieht, so ein Mädelsabend. Ja, das haben wir am 8. März gehabt, den Weltfrauentag. Da haben wir gesungen, Karaoke war. Wenn ich das Stichwort Karaoke höre, da haben wir uns was ausgedacht, weil wir haben uns gedacht, jetzt sind wir zu Gast bei Ludmilla und haben schon das Essen probiert. Und dann wollen wir uns doch an diese Tradition auch mal heranwagen. Vielleicht haben Sie es schon entdeckt. Auf Ihren Tischen liegt ein Blatt. Und um es Ihnen nicht zu schwierig zu machen, haben wir uns für einen Klassiker entschieden. Aber weil Sie alle sehr kulturinteressierte und intelligente Gäste sind, haben wir uns gedacht, warum singen wir nicht das Lied einfach alle mal zusammen auf Russisch? Ja. Brauchen Sie erstmal keinen Schock kriegen. Wir haben nicht kyrillische Schrift verwendet. Und schade. Wir haben ja auch den großen Luxus heute Abend, wie Sie schon gesehen haben, dass wir heute sogar Live-Musik haben. Und das sollte uns das Ganze noch mehr erleichtern, das Karaoke-Lied zu singen. Und ich würde sagen, jetzt muss ich leider ablesen, 1, 2, 3 oder 3. Малинка, малинка моя, а,
jetzt kurz beurteilen kann, wie gut unser Russisch oder vielleicht sogar unser Gesang war, das weiß ich nicht. Sie ist allerdings Expertin für deutsch-russische Beziehungen. Und zwar hat es private Gründe, aber auch geschäftliche. Und das kann sie uns jetzt alles erzählen. Bitte begrüßen Sie mit mir die Radiomoderatorin und Russland-Expertin Natalie Wenzel. Wir machen es uns jetzt hier kuschelig. Du hast uns hier was mitgebracht. Du kannst die Gedanken lesen. Die letzten News. Nee, ich habe das gesehen. Das ja, so die letzten News. Aber ich habe erstmal euch was mitgebracht. Ich bewundere nämlich dein Engagement und ich finde es schön, dass wir eine Anlaufstelle haben für die, die halt sich nach dem russischen Essen sehnen, für schöne Gespräche und für solche Karaoke-Abende. Für dich habe ich, ich wollte dein Leben versüßen, danke. Dazu bringen etwas mit. Es danke, vielen Dank. Und dir, liebe Stefanie, du heißt ja mit dem deutschen Namen Klee. Und ich habe heute früh Klee in meinem Garten gepflückt. Das sind auch Rosen aus meiner neuen Heimat. Danke. Und das ist Matroschka, die dich vielleicht an unsere heutige Sendung erinnern wird. Und ich wünsche dir viel, viel Glück bei dieser Serie. Und, vielen Dank. Ja, wir haben gerade gesagt, du bist Russland-Expertin und zwar hat das sowohl geschäftliche als auch private Gründe. Vielleicht fangen wir von vorne an. Wo kommt die private Russland-Expertise her? Also ich bin seit 23 Jahren in Deutschland. Ich bin auch eine Deutschstämmige und hieß früher Wittmann. Und auch meine Eltern haben sich in diesen sehr turbulenten 90er Jahren in Russland überlegt, ist es gute Zukunft für die Kinder dort zu bleiben oder kann man da was Neues probieren? Und mein Vater hat auch einen Antrag gestellt, wie viele anderen auch, und wir haben 5 Jahre gewartet. In dieser Zeit passiert so einiges. Einige werden mit dem Studium fertig, neue Kinder werden geboren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall nach 5 Jahren hat mich mein Vater dann wieder gefragt, möchtest du mitkommen? Und ja, in dem Alter, fast mit 23, übrigens, ich bin 46, jetzt ist in dem magischen Alter, wo Hälfte meines Lebens Russland gehört und Hälfte Deutschland. Und damals habe ich schon irgendwie schon bewusst meine Entscheidung getroffen und ziemlich Bammel hatte, dort allein zu bleiben. Meine ganze Familie ist auch mit mir hier und ja, ich komme aus Sibirien, aus einer anderen Ecke und bin eine sibirische Pflanze. Bin in der Nähe von Novosibirsk und wir sind aus Novosibirsk ausgewandert. Und ja, hier, wie alle anderen auch, versucht dann das Beste aus der Situation zu machen. Ihr seid nicht direkt nach Ulm gekommen? Nein, wir hatten damalige Bestimmung in Deutschland, lautete, dass wenn du Verwandtschaft des ersten Grades hattest, dann dürftest du deinen Wohnort bestimmen. Und wir hatten leider nicht, wir hatten viele Cousins und Cousins, Cousinen von meinem Vater, aber wir hatten keine so diese direkte Verwandtschaft oder das erste Grad. Ne? Und deshalb müssten wir uns diesen Regularien beugen und wir sind in Sachsen gelandet. Aber auch dafür bin ich dankbar, weil dort ich meine Liebe getroffen habe und aus dieser Liebe aus Zwickau ist auch ein Kind entstanden und ist jetzt mittlerweile fast 22 und ja, das Leben geht so weiter. Und ich betrachte aus meiner Perspektive, natürlich für meine Eltern war das noch größere Überwindung und mit viel mehr ja, Aufgeben hat das zu tun. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier heute auch sein darf und dass ich auch diese Expertise Geschäftspartner zur Verfügung stellen kann und nochmal Expertise kam ja, ich habe hier Betriebswirtschaft studiert und habe dann einige Jahre gearbeitet und habe gemerkt, wir sind ja, oder wie sagt man da, wir sind davon abhängig, Exportweltmeister, Dankeschön. ich habe gemerkt, dass nicht alle Mittelständler und kleine Unternehmen, die haben zwar sie haben Spezialisierung, Top-Produkte, aber sie haben eine eventuell kleine Vertriebsabteilung und ohne Expertise für Russland. Das war meine Zielsetzung. Im Jahr 2009 habe ich mich selbstständig gemacht und dann mit einem Team dieses Thema aufgerollt.
Jetzt bist du hier in Ulm ansässig mit deiner Firma. Wie viele Firmen sind aus der Region mit Russland verbunden? Hat sich das auch geändert in der letzten Zeit? Also, ich bin tatsächlich hier an der Olga-Straße, wie auch Matryoshka. Und ich denke, bessere Adresse gibt es nicht in Ulm. wie viele Firmen? Wir haben, Baden-Württemberg ist natürlich auch ein Bundesland, wo so viel exportiert wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an der Zahl, für Ulm habe ich keine genaue Zahl, aber für Baden-Württemberg gab es eine Statistik, bevor wir diese politische Kapriolen bekommen haben, bevor 2014 kam, und da gab es 900 Firmen, die eine Beteiligung hatten, also deutsche Firmen, die in Russland sich breit gemacht haben, die Erfahrung haben, die Kompetenzen dort und ihre Produkte abgesetzt haben. Und wenn wir jetzt allgemein betrachten, das waren 6.500 Firmen von Deutschland, also in Russland mit der deutschen Beteiligung. Und nach dieser schwierigen Zeit jetzt natürlich auch Auswirkung hier sichtbar, sprich es sind so ungefähr 5.000 Firmen in Russland geblieben, also 5.000 deutsche Firmen, die deutsche Beteiligung haben. Und Baden-Württemberg hat natürlich auch Einschnitte, und da sind so ungefähr, also weniger als 750 sind jetzt dort im Land unterwegs. Mal von den wirtschaftlichen Aspekten und politischen Aspekten abgesehen, wirkt sich die aktuelle Nachrichtenlage auch auf das Zusammenleben direkt aus in Ulm? Wie ist da euer Gefühl? Also, wie ist unser Gefühl? Ich meine, ich reise auch nach Russland oft, und wenn ich dann mit den, auch am Abend ist es so normal, dass man nach dem Geschäftstag miteinander isst, und spätestens dann stellt man sich Fragen, warum, wieso ist das so, wieso vertritt dann Deutschland diese Meinung, oder was denken die Deutschen über uns, denken sie wirklich, dass wir alle so aggressiv und sind, und natürlich Menschen zusammen sein, und das ist ja für mich so erfreulich, und deshalb möchte ich an dieser Front weiter aktiv bleiben. Ich kann vielleicht im Großen nicht viel bewirken, aber in meiner Schiene kann ich halt den Leuten diese Brücke sein und sagen, miteinander können wir nach wie vor gut, wir dürfen nicht jetzt uns nur von den Überschriften leiden lassen, und das ist jetzt mein Wunsch auch an unsere Gäste hier, dass man vielleicht etwas kritischer und nicht unbedingt nur Überschriften liest und dann schon eine Meinung gründet. Das heißt, auch diese, zum Beispiel diese Problematik oder diese News, die jetzt zum NATO wahrscheinlich Stützpunkt, das hast du so eventuell im Kopf. Das sind so die Sachen, das sind unsere Gegebenheiten. Es gibt ja Erklärungen für vieles, aber Mensch bleibt ja, ich habe meine lieben Nachbarn und ich schätze sie sehr, und es bleibt auch so. Und ich hoffe, dass mir, also ich hatte am 24. April einen Brand am Haus gehabt und die ganze Nachbarschaft war da. Und egal, ob das Italiener waren oder Deutsche, und das hat mich so gestärkt. Wir sind Menschen, wir sind eigentlich an ganz relativ einfachen Bedürfnissen orientiert, und ich möchte Respekt und Liebe erfahren, und der Russen genauso. Genau. Ja. Und spätestens beim Thema Fußball kommen ja doch dann wieder irgendwie alle zusammen. Ich habe mir das so überlegt, wie war das 2006? Also 2006 in Deutschland war die Euphorie, ich weiß, ihr wisst alle noch, riesig. Ich war zum Beispiel damals, ich war noch Praktikantin und hatte eine Fußballsendung kurz vorm, ich glaube eine Stunde vor Anpfiff, und musste noch ein Band besorgen, weil wir diesen Einspieler gebraucht haben. Und ich war in München und bin unter der Brücke durchgefahren vom Olympiastadion. Und habe in dem Moment gesehen, erstens schien die Sonne, dann sind ganz viele Leute mit allen Fahnen über diese Brücke gelaufen. Ich bin mit dem Auto durchgefahren, und in dem Moment lief das Lied der WM im Auto. Und da hat es bei mir so angefangen mit dieser Euphorie, und es wurde Sommermärchen genannt, und ich glaube, es war so eine schöne Zeit. Ist diese Euphorie auch so groß in Russland?
Also ich habe gestern mit meiner Freundin telefoniert aus Moskau und ich habe dann gefragt, und was ist los? Dann hat sie gesagt, ach, heute endlich habe ich geschafft, meinem Sohn Socken und T-Shirt in diesem Ganzen dann zu kaufen. Der ist aber auch so 24 Jahre alt, so. Ja, auch dort sind junge Männer froh, wenn die Mutti sowas macht. Was ich sagen wollte, sie sagte mir, Moskau ist mega sauber. Aber gut, wir sprechen ja, es sind 11 Städte, die das austragen. Das ist ja eine gigantische logistische Leistung auch. Und wenn ich jetzt richtig ausgezählt habe, das sind 9 Stadien, die neu gebaut wurden. Was das für Kosten? Und ja, natürlich stehen Menschen dahinter. Und diese 15.000, glaube ich, Volontäre, habe ich irgendwo gelesen, die freuen sich auf diese Gäste, die aus dem Ausland kommen. Und ich kann mir vorstellen, diese ganze Vorgeschichte, und ich habe wirklich gefiebert oder ich habe schon kalte Füße gehabt, als es hieß, zum Beispiel Großbritannien, das Königshaus will das nicht besuchen oder dann andere Auswirkungen aus der Politik. Und ich glaube aber, und ich hoffe, dass mein Gefühl wird mich nicht enttäuschen, dass die Russen wieder nach diesem Motto handeln werden. Nas Biut Militaim. Also mit diesem Lied haben sie auch die Winter Olympische Spiele eröffnet. Das heißt, wir werden geschlagen, aber wir fliegen. Also sprich, sie werden alles, was in ihrer Kraft mögliche ist, tun. Ich hoffe bloß, dass irgendwelche böse Kräfte, die dann immer Platz haben können bei diesen großen Veranstaltungen, keinen Platz bekommen. Und das ist alles friedlich und beim guten Wetter und bei guten Ergebnissen ausgetragen wird. Apropos Ergebnisse, ich glaube, es gibt doch auch schon, steht eigentlich schon fest, wer gewinnen wird, ne? Du hast aktuellen News mitgebracht, da steht das drin. Ja, ich habe aktuelle News mitgebracht und da habe ich mit Schmunzeln gelesen, oder was heißt mit Schmunzeln? Es gibt ja 600 Tierarten, die auch bestimmen können, wahr oder nicht wahr. Und das erklären, ja, es gab ja einen Paul, oder? Das Tintenfisch, Paul, oder Paul? Der und Oktopus. Da musste ich auch lächeln. 2011 war ja Fußball-WM, also Frauen-Fußball-WM, und dann gab es eine Elefantin, eine deutsche Elefantin, Nelly, die ziemlich alles richtig vorausgesagt hat. Und jetzt gibt es eine Ziege, sie heißt... Eine russische Ziege. Eine russische Ziege. Es gibt wahrscheinlich andere Tierarten auch, aber... Und diese Ziege hat gute Ergebnisse vorausgesagt. Stell mir doch mal die alle entscheidende Frage, wer wird denn Weltmeister? Also, ich wünsche mir, dass Russland weit nach vorne kommt, weil sie ja Gastland sind und das ist eine sehr ehrenhafte Aufgabe für die Sportler dort. Natürlich als Titelverteidiger, das ist eine mega große Mission für unsere Mannschaft und muss ich wirklich Wahrheit sagen, die Ziege hat Belgien genannt. Aber das können wir später nachprüfen. Wir treffen uns dann nochmal in einem Monat und dann können wir das dann analysieren. Du Müller, bist du Fußballfan? Wirst du die WM gucken? Ja, freust du dich das schon. Ja, 64 Spiele ist vielleicht so ein Kraftakt, aber ein paar davon werden wir sicherlich schon. Ja, das schauen wir schon. Wenn jetzt die Leute nach Russland reisen, was würdet ihr denen empfehlen, was muss man auf jeden Fall geschmeckt, gesehen oder gemacht haben? Und ich meine damit nicht typische Touristenattraktionen. Angenommen, ihr nehmt euren Partner oder eure beste Freundin zum ersten Mal mit nach Russland. Was muss auf jeden Fall passieren? Oh, eine schwierige Aufgabe. Also dieser Tag wird dann ausgedehnt. Er wird dann auf jeden Fall nicht 24 Stunden haben, wenn du jetzt sagst, so eine Presstour muss da gemacht werden. Es ist schwierig, wenn ein Mensch noch nie in Russland war, dann ist es auch sehr erhabenes Gefühl, wenn du am Roten Platz stehst. Egal, ob das jetzt Klischee ist oder das ist jetzt halt 0815-Tourismus. Aber ich hatte schon so oft Menschen erlebt, die dann dort standen, womöglich bei weihnachtlichen Kulisse oder wo es dann geschneit hat oder schön beleuchtet. Und dann war das schon sehr, sehr mächtiges Bild, was dort da ist. Es gibt so vieles. Russland besteht aus 180 verschiedenen Völkern. Also das ist eine Vielfalt, die unvorstellbar ist. Vom Essen, ich denke, man wird überhaupt nie fertig dort. Es ist ziemlich schwierig, dann irgendwie eine Expertise zu haben hier. Im besten Fall finde ich immer, wenn man auf Reisen die Chance hat, dass einem jemand die Tür öffnet
und man wirklich das wahre Leben dort kennenlernt. Und jetzt wollen wir Ihnen einen kleinen Service bieten. Und zwar haben wir uns überlegt, was können wir Ihnen mitgeben auf die Reise, wenn Sie jetzt alle zur WM fahren oder sonst mal nach Russland. Und da haben wir uns einen kleinen Russland-Knigge überlegt. Und der geht jetzt folgendermaßen. Wenn Sie sich umschauen auf Ihren Tischen, finden Sie Matroschkas und rote Karten. Und zwar geht es um Folgendes. Sie stellen sich vor, Sie sind eingeladen in Russland bei einer Familie und ich werde dann Behauptungen aufstellen oder Sachen sagen, die Sie machen. Und Sie müssen dann überlegen, ja, ist eine gute Idee, das zu machen, oh, dann nehmen wir alle die Matruschka hoch. Oder wahrscheinlich keine gute Idee, rote Karte. Okay, dann alle bereit, würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Wenn Sie bei russischen Freunden eingeladen sind, bringen Sie 4 gelbe Tulpen mit. Richtig oder falsch? Noch an der Türschwelle reichen Sie den Gastgebern die Hand. Sie bringen Ulmer Pralinen mit. Sie blicken den Gastgebern direkt in die Augen. Vor Entzückung über die Einrichtung drücken Sie Ihre Anerkennung mit einem lauten Pfiff aus. Sie sprechen Oskars Sohn Sergej mit Herrn Sergej an. Im Gespräch berühren Sie kurz den Arm Ihres Gesprächspartners und schenken ihm danach ein Taschentuch. Alle Fremden strahlen Sie sofort überschwänglich an. Und in Russland finden Sie Freunde fürs Leben. Ja. Also ich hab so versucht, ein bisschen zu schauen. Hier. Ist zu Ende. Ich habe versucht, ein bisschen zu schauen aus dem Augenwinkel. Wir haben echt viele Experten da. Wir können noch mal kurz sagen. Die alle haben auf euch geschaut. Aha, warte mal. Aber wir haben auch für die Irritation gesorgt. Geschummelt. 4 gelbe Tulpen bringt man nicht mit, weil? Weil die gerade Zahl der Blumen, vor allem wenn man sie zählen kann, noch bis 10 geht es ungefähr, für die Todesfälle gebracht wird. Deshalb nicht machen. Also immer ungerade. 3, 5, 7 und die Farbe ist okay, gelb? Das kann man schon machen. Okay, habe ich ja auch gerade gesehen. Noch an der Türschwelle reichen Sie den Gastgeber in die Hand, das heißt, über die Türschwelle. Ja, es ist nicht gut zu machen. Russen sind zwar gläubig, aber auch gleichzeitig abergläubig. Das ist ein Aberglaube, das bringt Unglück, also nicht machen. Aber über Ulmer Pralinen hättest du dich heute gefreut. Ja. Das, so ein Gastgeschenk, ja, hast du eigentlich schon erwähnt am Anfang. Es ist immer das ganz nett, was dabei zu haben, aber man muss ein bisschen aufpassen, was man mitbringt, richtig? Vor Entzückung über die Einrichtung drücken Sie Ihre Anerkennung mit einem lauten Pfiff aus. Warum soll man nicht pfeifen? Ja, das ist wieder Aberglaube. Leider gibt es viele solche Tipps, die auf Aberglaube basierend sind. Und man soll nicht pfeifen. Man wird überhaupt kein Geld haben, das ist schlechtes Omen und. Dann das nächste ist mehr so eine Formalität. Oskars Sohn Sergej. Sprechen wir nicht mit Herrn Sergej an, sondern Sergej Oskarowitsch. Oskarowitsch, genau. Und schenken ihm danach ein Taschentuch, haben alle die rote Karte gezeigt. Ja. Macht man es nicht. Bringt Unglück. Bringt irgendwie Unglück. Also es ist bis jetzt auch keiner auf die Idee gekommen, vielleicht noch selbst gestickt oder so. Also für mich ist immer wichtiger zum Beispiel dieser Brauch, dass Frauen entscheiden, ob sie Hand ausstrecken oder nicht. Und nicht wie hier zum Beispiel im Westen bei Begrüßung, der Rang höhere begrüßt dann den Rang niedrigeren und bei den Frauen ist es wieder eine Spezialität für sich. In Russland, und so ging es mir, das war für mich eine, ich wusste es zwar, aber nach ein paar Jahren Deutschland habe ich es wieder vergessen, dass eine Frau zum Beispiel, und Frau im Business, sie begrüßt auch keine Frauen. Sie wird dann Herren begrüßen, wenn sie das für richtig hält, aber ein Kopfnicken wird es auch ausreichen. Sprich, diese Situation, die wir so gewohnt sind, die ist völlig anders. Und für mich war das natürlich, ich habe gesehen, ich war mit 3 Herren in Runde aus Deutschland und die Dame, bei der wir vorstellig waren, sie hat meine Herren begrüßt und mich gar nicht. Und dann dachte ich,
oho, okay, jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Aber danach habe ich mich schon beruhigt und das war ja einfach Praxis. Das ist gelebte Praxis und nicht jetzt nur Theorie. Okay, wir kommen jetzt nicht zur Theorie, sondern zum musikalischen Teil des Abends. Viel Spaß mit Ludmila Maas und La Sutra Galina. Nach der Musik. Wir wissen ein bisschen was über Essen. Da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, schon ganz fit für Russland. Ich finde, ein Sprichwort, das ich gefunden habe, fand ich ganz schön. Das heißt nämlich, fühle dich wie zu Hause, aber vergiss nicht, dass du zu Gast bist. Ich denke, das ist doch eigentlich auch ein ganz gutes Motto. Und mit diesen Sprichwörtern habe ich mich unter anderem beschäftigt, weil du dich damit beschäftigst auch. Du gibst Vorlesungen oder Vorträge zum Thema Sprichwörter oder hast mal ein kleines Quiz gemacht? Ich hatte tatsächlich ein paar Vorlesungen gehalten und immer wieder, wenn ich dann einen Vortrag mache, dann versuche ich irgendwie eine andere eine Episode noch reinzubringen. Es müssen ja auch keine trockenen Zeilen sein und. Und ich finde, an der Sprache erkennt man vieles. Womit bezeichnet Deutscher diverse Dinge und wie machen das Russen? Und das ist oft ziemlich amüsant, aber ich liebe halt die Sprache allgemein und ohne Blog gehe ich fast gar nicht aus dem Haus und schreibe dann mir auch gern, wenn ich was höre oder wenn mir was passiert, zum Beispiel wenn ich bei der Verhandlung oder irgendwo bin und dann sagt mir mein deutscher Partner im Gespräch, ja, und dann morgen sind wir Gewehr bei Fuß. Und das muss ich dolmetschen. Morgen ist er, wir sind in Russland, Gewehr bei Fuß. Dann muss ich natürlich so ein Sprichwort wieder so dolmetschen, dass es dann richtig ankommt. Weil wortwörtliche Übersetzung macht gar keinen Sinn und das macht nur Angst. Und daher war diese Vorliebe oder ich habe einfach das amüsant gefunden, dass man eigentlich bei allen Völkern das Gleiche bezeichnet oder es geht ja immer wieder um das Gleiche, aber mit anderen Worten. Du hast ein paar vorbereitet, da können wir vielleicht mal schauen, ob wir das deutsche Pendant dazu finden. Ja, die Russen sagen, alles ist gut, was gut endet. Wir haben ja hier ein paar Experten auch vielleicht, oder die bilingual sind. Was würden Sie als deutsche Äquivalent nehmen? Alles Ende gut, alles gut. Perfekt. Der Russe sagt, wortwörtlich übersetzt, an der Stirn ist auf der Stirn. Was würde hier der Deutsche sagen? Es ist ziemlich das Gleiche, was passiert. Gehüpft, wie gesprungen. Genau. Was wäre dann? Ich mochte gerne, ja? bei sieben Ammen bleibt das Kind ohne Aufsicht. Ja, und viele Köche verderben dann. Ja, das ist genau richtig. Ja. Hast du auch Wörter, die du ganz besonders schön findest, auf Russisch, auf Deutsch? Beschäftigst du dich mit Sprache und hast du auch so Lieblingswörter? Dabei. Das heißt so viel wie, los geht's. Eigentlich geben.
ist es wortwörtlich. Ja. Aber das ist ja zur Beschleunigung, um was schneller zu erreichen oder schneller dann in Gang zu setzen. Wie los geht, ja. Los geht's, genau. Ja. Du moderierst ja auch die Radiosendung Ruski Express und damit man auch wirklich sieht, dass sie das nicht nur so sagt, dass sie sich mit der Sprache beschäftigt, sondern du sammelst Wörter. Ja, also jeder Gast, der zu mir kommt, er hat eine Aufgabe und das sind zwei Standardfragen. Eine davon ist drei Lieblingswörter. Und meine Sendung Ruski Express ist ja thematisch auf Russland abgestimmt, sprich ich will mit meinen Gästen über Russland oder Beziehungen oder über die Menschen, die hier vor Ort sind, aber eine persönliche Geschichte und Bindung haben zu Russland. Ja, das sind so meine Themen und das ist sehr spannend. Und jeder bringt sein Wort mit oder drei und so habe ich schon eine Spardose, die gut gefüllt ist. Wortspardose. Dein Lieblingswort? Aber mir gefällt ganz gut diese Dreier Vera, Nadezhda, Lubov. Das sind drei Glaube, Hoffnung, Liebe, das gefällt mir sehr gut. Aber mir gefällt es, eigentlich, es gab schon solche Gäste, eine zum Beispiel, die auch sehr mit Mexiko zusammen, also ihre Liebe hat sie in Mexiko gefunden, aber sie ist eine Russin, hier aus Ulm. Und sie war bei mir in der Sendung und sie hat zum Beispiel ganz niedlich Jirochik, moi Jirochik, also mein Fettlein, also von Fett abgeleitetes Wort, moi Jirochik. Also das sind Wörter manchmal, mit denen diese Leute etwas verbinden und ich bringe das mit und in der Sendung mit und dann reden wir drüber und versuchen daraus dann wir versuchen dann eine Wortspardose zu füllen. Sehr schön. Ich liebe zum Beispiel eine Redewendung aus Deutschland und das ist jetzt echt ein Satz, das bekommen meine Russen auch ziemlich oft zu hören. Lassen Sie uns kleine Brötchen backen. Also Russland ist 48 Mal größer als Deutschland und so sind auch oft die Gedankengänge. Und immer, wenn man dann mit einem Mittelständler am Tisch sitzt und ein russischer Geschäftspartner da ist, manchmal ist die Wahrnehmung eine andere. Und ich versuche dann auch Gespräche so zu moderieren, dass wir dann Ergebnisse erzielen. Große Brötchen backen möchte gerne Ludmilla in Zukunft, denn du bist auf der Suche, würdest dich ganz gerne vielleicht ein bisschen sogar vergrößern. Und wie sieht deine Zukunftsvorstellung aus fürs Matroschka? Ja, das an Donau am liebsten. Am liebsten an der Donau. Das heißt, was würdest du gerne ändern oder wie würdest du dich noch weiter ausbauen? Was fehlt dir noch zu deinem Glück? Ich denke, Ludmilla hat viele Ideen und sie ist erstmal im Vorort ihrer Vorstellung angekommen. Also sie versorgt Ulm mit der russischen Spezialität, aber sie hat große Pläne. Und würdest du, ich weiß, dass du nämlich was suchst, wo man auch ein bisschen vielleicht draußen sitzen kann. Also wenn jemand da sagt, ach, wir könnten noch so Matroschka gebrauchen, vielleicht an der Donau, ich weiß nicht, dazwischen ist da noch was frei, vielleicht weiß jemand was, kann sich gerne hier melden. Das heißt, es macht dir weiterhin Spaß und du siehst dich auch in der Zukunft hier in Matroschka. Und ich denke, wir auch, ich weiß gar nicht, haben sie denn überhaupt schon probiert? Hat sich noch keiner getraut? Sie können gerne zugreifen und auch, Sie müssen ja nicht reden, wir müssen ja nur reden. Auch ein Stichwort nochmal für dich, du redest ganz gerne, Kommunikation, das gehört auch zu deinem Job und du hattest aber irgendwann auch mal das Gefühl, dass das vielleicht immer auch eine gewisse Identität vielleicht preisgibt und dann hast du dir gedacht, so, ich will jetzt mal ein anderes Land kennenlernen und die Leute sollen vielleicht nicht unbedingt wissen, woher ich komme. Erzähl mal. Jetzt muss ich wieder reden. Ich glaube, ich habe ganz viel Redezeit hier bekommen. Danke. Reden übers Schweigen. Ja, ich hatte lange einen Traum gehabt und im Jahr 2016 habe ich das umgesetzt. Ich bin für 2 Wochen nach Argentinien, nach Buenos Aires geflogen, mit einem Vorsatz und mit einem Schild, sorry, I don't speak. Und 14 Tage habe ich kein Wort gesprochen. Ich habe mit keinem telefoniert, keine Selbstgespräche geführt. Und war permanent mit vielen Menschen zusammen unterwegs, habe das mit 6 Kärtchen gemeistert. Auf einer Karte stand zum Beispiel Natalie Germany.
Das war meine Vorstellung und ich habe auch keine Bilder oder irgendwie, klar, im Handy hatte er so einiges, aber das habe ich alles ausgeblendet. Es war wirklich alles, was ich über mich dann erzählt hatte. Und, oder dann muchas gracias, dass man dann Bedienung danken kann. Und das waren 14 Tage, eine sehr beeindruckende Zeit für mich. Man zerredet wirklich sehr viel. Man zerredet viel und vor allem gibt man immer so ein Stück weit seine Identität preis, beziehungsweise der Grund, warum du das gemacht hast, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich eigentlich immer irgendwie versucht zu erklären, was ist man denn nun? Ist man nun Deutscher, Deutsch-Russe, Russland-Deutscher, ist man irgendwas? Und wenn wir nochmal auf den Satz von Herrn Zisch zurückkommen wollen, Ulm ist Heimat für alle, dann finde ich, wenn man sich daran ein bisschen orientiert und sagt, wir sind eben keine Nike-Schmeckten, sondern wir sind alle Ulmer, ist das doch eigentlich was, wo wir uns alle irgendwie wiederfinden können. So nach dem Motto, dass wir alle aus einem Teig gemacht sind, zum Beispiel aus einem Broschki-Teig. Okay. Und die liebe Ludmilla hat dazu was vorbereitet. Ihr bekommt jetzt alle zum Abschluss ein kleines Stück Teig, ein Piroschki-Teig. Und wir alle zusammen werden jetzt unsere Vorstellung vom Ulmer Spatz zusammen kneten. Jeder, wie er will. Jeder, wie er denkt, wie ein Ulmer Spatz auszusehen hat. Und jeder mit seinen Fähigkeiten, Leidenschaften und Geschichten. Und damit würden wir uns auch bei Ihnen verabschieden. Das heißt, wir bleiben jetzt alle noch zusammen, kneten unseren Spatz. Also die wissen das nicht. Ich möchte noch ganz kurz bedanken bei der Kulturabteilung der Stadt Ulm, bei Sebastian Huber von der Kulturabteilung Ulm, der das Ganze initiiert hat und mitentwickelt hat. Natürlich beim Oberbürgermeister Gunter Zisch, dass Sie hergekommen sind, an alle, die heute hier waren, an dich, Nathalie, und vor allem an die liebe Ludmilla. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft und für dein wunderbares Restaurant. Dankeschön. Danke.